Hallihallo! Jetzt nochmal eine tolle Variante von einer Kapuze, einer Bärchen, Tiger, was auch immer Kapuze. Das hier wird die Kapuze von meinem Wickelmantel bzw. Wickeljacke für meinen Kleinen. Und der ist natürlich gerade in seiner Tiger- und Dinosaurierphase. Und deswegen kriegt er von mir so eine Tigerjacke, gefüttert mit diesem Teddystoff. Den brauchen wir jetzt erstmal für die Ohren nicht. Und was ich machen möchte ist, das sieht man ja auch ganz oft bei anderen Kapuzen und so, ist, ich möchte ihm gerne solche Ohren da dran machen. Wie macht man solche Ohren? Einfach Kapuze ganz normal zuschneiden und dann einmal, könnt ihr einfarbig machen oder mit zwei verschiedenen Stoffen, einfach so halbrunde und unten gerade abschneiden. Oder wenn ihr Eselsohren haben wollt, könnt ihr die natürlich auch ganz lang machen. Oder ihr könnt spitze Elfenohren machen oder wie auch immer. Das macht ihr so. Dann näht ihr die rechts aufeinander. Dann schlagt ihr die um. So, dann habt ihr die so. Und dann knickt man die entweder, ihr könnt die natürlich so dran nähen. Oder ihr knickt die hier so ein bisschen. So, dann sehen die nämlich noch so ein bisschen mehr Teddy-mäßig aus. Jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder ihr schneidet jetzt hier kleine, macht so kleine Schnitte da rein, setzt diese Ohren da rein und näht die dann von innen fest. Und wenn ihr zwei Stoffe habt, dann würde ich das nur in den Oberstoff machen. So habt ihr diesen Schnitt in der Innenstoffkapuze nicht. Oder ihr schneidet die Kapuze so zu, dass ihr hier hinten sozusagen einen breiten Streifen habt, einmal über den Kopf laufend. Dann habt ihr hier sowieso schon so eine Naht mit drin und da könnt ihr die Ohren auch ganz einfach reinstecken. Jetzt müsst ihr euch noch überlegen, auf welcher Höhe, das ist hier doppelt zugeschnitten, auf welcher Höhe ihr die Ohren ansetzen wollt. Ihr könnt sie natürlich auch einfach von außen annähen irgendwie, aber das sieht nicht so gut aus. Könnt ihr machen, ist aber scheiße. Mein Gott. Könnt ihr die so oder wie auch immer ihr denkt, dass das süß ist. Ich würde sie jetzt mal so machen, parallel zum Kopf. Das geht dann ja noch wieder in Volumen sozusagen rein. Jetzt guckt ihr, wie weit dieser Einschnitt sein muss. So ungefähr. Dann lege ich mir das jetzt einmal so doppelt. Ja. Könnt ihr natürlich auch alles ganz genau abmessen, wenn ihr möchtet. Na? Und jetzt macht ihr hier so einen kleinen Schnitt rein. Ein bisschen länger darf der, glaube ich, sein. So. Und da habt ihr jetzt einfach dieses Öhrchen. Mal gucken, ob das schon weit genug ist, dieser Schnitt. Nee, muss noch ein bisschen. So. So und so. Und dann steckt ihr das hier durch, dass es hier drin ist. Und dann schlagt ihr das einmal, nimmt mal die eine Stoffschicht hier weg. Ihr habt jetzt sozusagen das Öhrchen hier drin stecken. Seht ihr das? Ja, na klar. So, und jetzt aufpassen, dass ihr alle Stoffschichten, vielleicht näht ihr das Ohr erstmal schon mal so zusammen, dass ihr wirklich alle Stoffschichten übereinander habt. Dann habt ihr hier gleich nicht so ein Gewusel. Und jetzt näht ihr einfach diesen Schlitz hier wieder zu. So. Und wenn man es dann aufklappt, dann ist das Ohr hier drin. Ihr habt dann zwar so ein kleines Fältchen hier drin, aber das ist, finde ich, nicht weiter schlimm. Ich mache das jetzt einmal fertig. Also, und wer dieses Fältchen nicht haben will, kann natürlich einfach da sowieso schon so einen Schnitt machen. Und ja, dann halt darauf achten, dass ihr hier den Zentimeter links und rechts Nahtzugabe an dem Zuschnitt macht. Ich nähe das eben einmal die ganze Kapuze einmal komplett fertig. Einmal diesen Außenstoff mit den Ohren und zeige euch das nochmal. Bis gleich. So, haben wir die jetzt zusammengenäht und dann, hier seht ihr nochmal diese rechts und links, habe ich jetzt so kleine Schnitte drin und die Naht, die lässt man natürlich schön flach auslaufen, dass man hier nicht so eine dicke Falte plötzlich hat. So, jetzt können wir die einmal umdrehen. Oh. Dann haben wir eine kleine Tigerkapuze. Jetzt gehen wir so hin, könnt ihr das besser sehen. So. Und diese Nähte, die fallen jetzt nicht so doll auf, finde ich. Und
an den Ohransätzen ist vielleicht sowieso immer so ein bisschen was anderes und so. Also das finde ich so gut. Aber natürlich, wenn man die Ohren andersrum ansetzt, man kann, oder ihr könnt auch hier so einen Querstreifen machen, hier einmal so einen Schnitt nochmal runter machen. Dann könnt ihr die in der Naht ansetzen. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Wie immer, ne? So. Jetzt mache ich die Kapuze fertig, ganz normal Innenfutter reinmachen und dann kann man die auch ganz normal einsetzen. Ich zeige sie euch gleich nochmal, wenn sie fertig ist. Bis gleich. Da, 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 da ist sie. Oh, süß, ne? So, noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr solche dicken Stoffe habt, Fellstoffe oder irgendwie sowas, bevor ihr die einnäht, näht die auf jeden Fall einmal zusammen. Weil wenn ihr die dann noch, wie ich hier... Ich hole meine Jacke her. Ich habe jetzt ja noch die Jacke. Und... Das wird so eine Wickeljacke. Und da soll die Kapuze rein. Und wenn ich hier jetzt noch das dazwischen nähen muss und da noch das, da diese ganzen, das ist dann doch so ein bisschen viel und so. Und dann vielleicht auch sogar noch einmal abketteln, dann habt ihr die ganzen Fusseln nicht. Dann habt ihr schöne, saubere Kante, wo ihr das Ganze einfach mit einnähen könnt. Okay, viel Spaß beim Nachmachen.